Hier ist wieder euer Matrix am Start mit einem brandneuen Autoverdopplungsglitch, Leute. Und dieser Glitch ist wirklich brandneu, noch nicht lange auf dem Markt. So, Leute, was braucht ihr für diesen Glitch? Ihr braucht ein random Auto von der Straße, was natürlich nicht versichert ist. Und dieses Auto tunt ihr dann voll auf, soweit ihr könnt, um natürlich umso mehr Geld zu bekommen, Leute. So. Jetzt fahrt ihr mit diesem Auto einfach zu diesem Apartment. Das ist neben dem Munich 2 Apartment. Ihr könntet auch ein anderes nehmen, aber ich finde, dieses Apartment funktioniert einfach am besten. So, dann fahrt ihr genau so an den blauen Punkt hin, dass ihr beim Aussteigen direkt in den blauen Punkt reinkommt und natürlich in die Garage reingeht. So, wenn ihr das gemacht habt, geht ihr einfach wieder aus der Garage raus und holt euch irgendein random Auto von der Straße, irgendein unaufgetuntes. So, jetzt muss euer Kumpel das Touchpad drücken, euch zu einem spontanen Rennen einladen. Und sobald er das gemacht hat, geht ihr schon mal auf Start und spammt X. Euer Kumpel spammt so lange X, bis ihr, oder besser gesagt, ich sage, er soll aufhören. So, euer Kumpel ladet euch ein und drückt schon mal X, also spammt X, obwohl die Startanzeige noch grau ist. So, ihr fahrt jetzt erst einmal, ohne die Mission anzunehmen oder irgendwas zu machen, gegen das Garagentor. Dann kommt die Anzeige, die Garage ist voll, eure Garage muss nämlich voll sein, sonst geht das Ganze hier nicht. So, jetzt fahrt ihr gegen das Garagentor und dann steht da, die Garage ist voll. Jetzt drückt ihr einfach einmal Kreis. Öffnet euer Handy und geht zu der Stelle, wo ihr die Mission mit einem Schritt nur noch annehmen könnt. Und dann, Leute, drückt ihr X und R2 gleichzeitig, besser gesagt, spammt es. Und wenn ihr das gespammt habt, startet die Mission und ihr kommt in die Garage voll Anzeigemeldung sozusagen und die bestätigt ihr einmal mit X. So, dann seid ihr hier draußen zu Fuß ohne das Auto, das ist dann verschwunden und ihr könnt euch jetzt in euer Straßenauto, in euer Random Auto, was ihr aufgetunt habt, einfach reinsetzen und dann fahrt ihr in die Garage rein. So, Leute, jetzt kommt aber noch was Wichtiges. Wenn ihr müsst beide die Mission erst verlassen, bevor ihr reinfahren könnt. Wenn ihr beide die Mission mit dem Handy wieder verlassen habt, dann kommt diese Meldung und da dürft ihr nichts drücken. Ihr werdet nämlich automatisch in die Garage teleportiert. Mega einfach, Leute. Ihr müsst nur genau meinen Anweisungen folgen. Dann könnt ihr euch so viel Geld holen, wie ihr wollt, Leute. Dieser Glitch funktioniert leider nur für die PS4 und für die Xbox One. Leute, aber macht diesen Glitch noch so schnell wie möglich, bis er gepatcht wird. Aber wir sind mit dem Glitch noch nicht fertig, Leute. Wenn ihr den Glitch jetzt nochmal machen wollt, müsst ihr wieder nach draußen gehen und euer Auto ist jetzt unsichtbar. Also, mein Kumpel rammt hier das Auto hier hin und deswegen brauchen wir für diesen Glitch, dass ihr ihn unendlich verdoppeln könnt, einen Cargo Bob, Leute. Hier ist mein unsichtbares Auto. Ihr könnt es natürlich sehen, weil es unsichtbar ist. Ach nee. Aber hier stehe ich auf meinem unsichtbaren Auto. Euer Kumpel kommt jetzt mit dem Cargo Bob und hängt das Auto an den Cargo Bob. Und genau in diesem Moment spammt ihr einfach Dreieck, das könnt ihr so oft drücken, wie ihr wollt, und dann wird das Auto sichtbar, indem ihr versucht einzusteigen. Jetzt kann er das Auto einfach fallen lassen, Leute, und ihr könnt leider nicht mehr einsteigen, und jetzt werdet ihr euch denken, oh Mann, ich will den Glitch ja nochmal machen, ich will das Auto jetzt endlich nochmal verdoppeln. Ja, ganz einfach, haben wir auch eine Lösung gefunden, und zwar, ihr müsst einfach das Auto gegen eine Wand rammen oder so, dass halt beide Seiten von diesem Auto blockiert sind, Leute. Und wenn beide Seiten blockiert sind, könnt ihr wieder einsteigen. Dann fahrt ihr mit eurem Random-Auto wieder vor zum Apartment oder besser gesagt zur Garage, Leute. Und
Dann geht schon weiter, Leute. Euer Kumpel blockiert wieder das Auto. Und ihr macht dasselbe mit dem random Auto von vorne. Natürlich werde ich euch das auch nochmal zeigen. So, jetzt ist das Auto blockiert. Ich kann wieder einsteigen. Und falls ihr euch wundert, warum ich jetzt gleich nach links fahre, wir fahren einfach kurz einmal nach links, um die Location zu wechseln, dass die ganzen random Autos, was explodiert sind, die einfach despawnen, Leute. Also da dürft ihr euch jetzt nichts denken, warum ich einfach nach links gefahren bin. Jetzt fahre ich zurück und dann geht es einfach weiter, Leute. Und noch was, viele haben geschrieben, oh Matrix, warum bist du zurzeit so inaktiv? Ja, ich hatte viel zu tun in der Arbeit, Leute. Aber das Ganze wird sich jetzt natürlich wieder ändern. Ich werde wieder Videos raushauen und was für euch, weil ich werde niemals mit YouTube aufhören. Das kann ich euch mal versprechen, Leute. Ich liebe meine Abonnenten und ich liebe es, YouTube-Videos zu machen. Und ich liebe eure Reaktionen auf die Videos, Leute. Das macht am meisten Fun. So, jetzt ist das Auto wieder blockiert. Wir holen uns wieder ein random Auto, Leute. Ganz einfach, irgendein, vollkommen egal welches random Auto. Und dann fahren wir wieder an das Garagentor. Euer Kumpel drückt wieder das Touchpad, ladet euch in das spontane Rennen ein und spammt schon mal die ganze Zeit X auf Start, auch wenn es noch grau ist. So, also ihr fahrt an das Garagentor ran, ganz normal ranfahren, dann kommt einmal die Meldung, Garage ist voll, dann nehmt ihr die Mission an, also einen Schritt zuvor, X und R2 gleichzeitig spammen, dann kommt diese Meldung, Garage ist voll, einmal mit X bestätigen und ihr könnt zu Fuß rumlaufen, so. Euer Kumpel kann natürlich zu spammen aufhören, ihr verlasst beide die Mission und dann fahrt ihr an das Garagentor. Hier habe ich vergessen, aus der Mission rauszugehen und jetzt muss ich einfach rausgehen. Seht ihr, ich verlasse die Mission, fahre wieder gegen das Garagentor. Die Meldung kommt, nichts drücken, ihr werdet automatisch rein teleportiert. Schon habt ihr das Auto nochmal verdoppelt. Und Leute, dieser Glitch ist wirklich Hammer. Es würde mich mega freuen, wenn ihr noch einen Kommentar da lassen würdet. Und ich zeige euch natürlich nochmal, wie der Glitch funktioniert. Weil ich finde schon, dass das Ganze ein bisschen tricky ist. Deswegen zeige ich euch es nochmal. Also ihr geht raus, das Auto spawnt immer da, wo ihr reingefahren seid. Euer Kumpel muss das Auto dann irgendwo oder ihr selbst ins Freie befördern, dass euer Kumpel das mit dem Cargo Bob anhängen kann. Und wenn ihr davor steht, immer Dreieck spammen, dass hier, es muss einmal einfach sozusagen berührt werden. Manchmal kann es sein, dass ihr auch ins Auto reinkommt und wieder rausfliegt, vollkommen egal. So, jetzt wird das Auto von euren Kumpeln oder vielleicht von euch selbst einfach gegen die Wand gedrückt, dass ihr wieder einsteigen könnt. Und in diesem Fall beende ich hier den Glitch. Also fahre ich mit dem Auto ganz normal in die Garage. Garagemeldung voll kommt dann. Dann fahrt ihr das Auto rein, Leute. Und der Verdopplungs... Ich sag's jetzt nicht. Verdopplungsglitch ist sozusagen fertig. Auto eingeklemmt. Und ihr fahrt zur Garage. Und der Glitch ist fertig, Leute. Lasst mir einen Daumen da, wenn euch der Glitch gefallen hat. In diesem Sinne, euer Matrix. Haut rein, Leute. Ciao.